Hunter wäre wieder dran. Na gut, den hat man glaube ich echt noch nicht so häufig. Go, go. Stone Shaper. Cloaked Huntress. Das heißt, wenn man keine Secrets hat, irgendwie starke Karte. Weil 3 Mana, 3, 4. Freezing Trap. Na gucken, vielleicht kriegen wir sogar irgendeine Combo mit denen hin. Das war die mit plus 1, plus 1, ne? Irgendwie verwechsel ich die immer. 2 Mana plus 1, plus 1. 1 Mana nur plus 1. Danke fürs Folgen, Red Saint. Venom Strike Trap. Dankeschön. Oh man, die Anzeigen sind hier alle noch ein bisschen strange. Muss ich mal neu machen. Unleash. Oh, Stitch Tracker finde ich eigentlich ziemlich geil. Aber gegen Kill Command keine Chance. Ja, nehmen wir den Doomsayer. Der wird eher unterschätzt. Hosen Healer ziemlich cool. Hired Gun. Auch wenn Playdead so cool aussieht in Gold. Oh, die sind alle drei richtig stark. Infested Wolf ist eindeutig die beste Karte davon. Bone Mare kommt nichts drüber. Tidehunter. Polluted Hoarder. Keening Banshee. Crime Street Informant. Sunborn Valkyr. Komisch, dass man die so selten sieht. Die ist extrem stark und kommen und von der neuen Expansion. Chaos of Wild extrem gut. Hive Queen ist so eine Karte, wenn die Gegner die haben, ist sie unglaublich stark. Wenn ich die habe, ist sie immer scheiße. Aber ich versuch's wieder. Na, 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 na. Necromancer. Wir hätten sogar ein paar Murlocs, aber gut genug ist es nicht. Bei Rock Pool Hunter reicht's. Acolyte of Pain, Volatile Elemental. Ah, oh, die sind alle gut. Also im Vergleich. Ich bin mir unsicher, ob Volatile Elemental echt die beste von den drei Karten ist. Andererseits haben wir nicht so viele gute Two-Drops, oder wir haben nicht so viele Two-Drops, die man überhaupt einfach so spielen kann. Wir haben den Rockpool Hunter, wir haben den Tide Hunter, Informant, naja, Sun Cleric, naja, Doomsayer, naja, Traps. Ah, na gut. Eggnapper. Warlord war eigentlich ziemlich cool gerade. Wir haben auch irgendwie coole Secrets und so. Also wir könnten Zug 2 einfach ein Spell spielen und so ein bisschen um den Effekt rumkommen. Ich bin mir nicht sicher. Versuchen wir es. Gerade die Heizung mal angemacht, irgendwie ist gerade kalt. Sagt der Beam, der hier im T-Shirt sitzt. Schmeiß den Ofen an. Malfurion. Ich glaube wirklich, ich hatte bisher noch nie einen Death Knight in der Arena. Ich weiß nicht, wie meine Gegner das immer machen. Trust me.
Wir haben den gespielt und wir hatten keinen Nachteil. Welchen Minion will ich coinen? Oh Mann, die komischen Crypt Lords sind so nervig, ey, geh doch nach Hause. Zu lange ist die Antwort. Scheiß auf den Effekt, ich will 4 Mana 3-5. Leute. Wir gucken mal, was es hier so gibt. Ui. Ob ich ja den am liebsten. Smog, irgendwie Hunter Smog lohnt sich aber echt nicht für den, oder? Ich glaube nicht. Oh Mann, das wird der fetteste Eggnapper aller Zeiten. Ach nein, ich werde schon zum zweiten Mal MC tagged. Bitte lieber Grim Necromancer. Dankeschön. Stell dich jetzt erstmal die anderen beiden weg. Vier Mana 7-9 und 3 Mana 5-3. Sehr cool. Shields up.
Und wenn wir jetzt gleich mit Bone Man nicht gewinnen, dann war es das wahrscheinlich auch. Boah, das mag es eigentlich so gut, aber wir haben nichts, um das auszulösen. Wenn wir den Trade machen, dann müssen wir den Trade machen. Oder einfach Bone mehr auf den. Ich weiß es doch auch nicht. Ach komm. Jetzt hoffentlich kriegt er die nicht kaputt und wir können die Valkyrie in die Mitte legen. Okay, 3 Damage auf alle. Okay, nichts mehr Valkyrie in die Mitte legen. Wir müssen den traden. So, das sieht doch jetzt aber ganz gut aus. Das haben wir doch jetzt gewonnen, oder? Beetleberries, my favorite. Oh Gott, ich dachte schon, er bekommt jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, der Swing. Nee, kann er ja nicht spielen. Irgendwas Fieses. Rexa versus Rexa. Bring it on. Oops, okay. Oh Gott, diese ganzen Hive Queens. Spiel ich gleich noch rein. Oh. What? Das kann ihn doch gar nicht, wieso hat er nicht einmal den Trade gemacht? Deshalb. Kann aber auch den Trade machen. Don't touch the egg.
Bitte, bitte. Oh. What? Hey, Corvus Korax. Na, wie war's gestern noch? Ich muss ja gestehen, ich bin irgendwann eingeschlafen. Ich hab's noch auf Sound Only bisschen zugehört. Aber du bist ja auch auf einer gigantischen Map unterwegs, wo kein Ende abzusehen ist. Obwohl, gefühlt irgendwie ist es alles relativ einfach schon, oder? Die können alle nix. Ja, live from Kaiserslautern. Oder sieht's nur so einfach aus, weil du das spielst? Ja, ja. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich das auch immer so sehe. Ich freue mich auch immer, wenn Leute das zum einen pennen gucken. Ja, er zockte mal Heroes of Might and Magic 3 auf seinem Stream. Kann ich nur empfehlen. Macht immer viel Spaß, da zuzuschauen. Allem ein Geduldsspiel, ja genau. Halt, die Züge gehen halt auch relativ lange, ne? Du musst dann vieles nur so Archer dahin transportieren, damit Jellu dann die upgradet, warten, bis man irgendwie genug Gold hat, wenn einem mal wieder alles geklaut wird, weil sich die Leute nicht gewaschen haben. Und sowas halt. Wir alle kennen das. Nee, bei ihm gibt's keine Kekse. Sandro zerstört. Ich weiß auf jeden Fall, dass er bei diesem einen Kampf total unschlüssig war, wie das jetzt passiert ist, weil es ging ja irgendwie darum, ob der Gegner wegrennen kann, wenn er nur noch gesammelte Einheiten hat. Ja, war irgendwie alles sehr, sehr schräg. Ich glaube übrigens, dass du da genau recht hast. Ja, eigentlich kannst du dir den dann nicht wiederholen, weil der rennt weg und ist dann aber tot. Und die Artefakte sind weg. In der Kampagne, das macht aber leider keinen Unterschied. Ist das lethal? Und ich sehe es nur wieder nicht. 9, 11, 14, ja. Ach Mann. Ja. Achso, es ist auch die Final Map. Das ist das letzte Level. Ich finde es ja immer noch ein bisschen schade, dass du die Maps in der Reihenfolge spielst, weil du spielst ja jetzt Shadow of Death Kampagne und das ist halt, glaube ich, schon die schwerste und aufwendigste und so. Ist halt im Grunde das zweite Add-on. Und im Vergleich werden dann wahrscheinlich die anderen Sachen sehr leicht werden. Wobei andererseits ist es dafür oft simpler und trotzdem halt irgendwie tricky, weil es dann auf wiederum andere Sachen ankommt. Ich glaube, am Anfang gibt es zum Beispiel ziemlich viele Timing-Sachen.
im Hauptspiel die ersten Kampagnen irgendwie schafft es innerhalb von 3 Monaten oder so. Ein wildes Traumauto. Hast du die Kampagnen eigentlich vorher noch nie komplett durchgespielt? Ja, ich coin den, damit ich dann ein Ziel habe für vollen Sun Cleric. Oder warte ich einen Zug und will ich direkt einen 3-Drop coinen? Ich glaube, ist okay. Nee, Terminator 3, glaube ich, werde ich mir schenken. Ich weiß noch nicht, was der nächste Klassikerfilm ist, den wir gucken werden. Also wie gesagt, jetzt haben wir Alien 1 und 2 geguckt, wir haben Terminator 1 und 2 geguckt. Ich wollte eigentlich Shining gucken. Mir fehlen halt noch ewig viele Klassiker und ich würde die ganz gerne so nach und nach nachholen. Stephen King's S, jetzt der neue, meinst du? Ich kenne auf jeden Fall, ich kenne weder den alten noch den neuen. Ja, das sind halt alles so Filme, die man im Grunde schon auswendig kennt, ohne sie jemals gesehen zu haben, weil halt alle möglichen Serien und so viele Anspielungen gemacht haben. Also Shining habe ich das Gefühl, ich kenne den Film schon komplett einfach nur wegen dem Simpsons-Ding. Aber gerade deshalb würde ich mir das gerne mal endlich mal anschauen. Immer diese Horrorfilme. Naja, ansonsten gucken wir gerade die Serie Master of None. Das ist irgendwie so eine Netflix-Serie, ziemlich gechillt. Und Sherlock gucken wir. Da sind wir jetzt gerade in dritte Staffel. Ich glaube, zweite Folge, oder ist ja fast mehr ein zweiter Film. Zweite Episode haben wir gerade geguckt. Spreit mich mal aus für Frost of Fallout nächsten Zug. Findest du lächerlich? Ja, natürlich muss man sich in auch in so eine Atmosphäre begeben können, ansonsten ist es Quatsch. Du meinst den alten, den Klassiker? Ja, die sind auch alle an mir vorbeigegangen. Die ganzen alten Stephen King Filme, ich glaube ich habe 2 oder so gesehen. Ja, es gibt leider viele Leute, die sich da nicht so reinversetzen können. Ich freue mich auf jeden Fall drüber, dass ich das kann. Kill Command wäre so gut, Rockpool Hunter ist so gut, aber ich will jetzt den Frost of Fallout spielen. Und dann traden wir hier den ganzen Schrott weg. Ich will den 99er. Der Pate, der fehlt mir auch noch. Den gibt's auch bei Netflix, da bin ich auch mal überlegen. Der geht halt so lange, den wollten wir letztens schon anfangen und der geht zumindest in der Version, die sie auf Netflix haben, fast 3 Stunden. Das war uns dann doch ein bisschen zu viel. Krass, 5 Schaden drauf und dann noch Execute. Das ist auf jeden Fall ein Win für mich. Er ist noch auf 28 AP, gerade noch auf 30. Ja. Ja, Sherlock ist so geil.
Also sie kennt die Sachen schon, sie guckt halt jetzt mit mir nochmal. Nur die. Also die ersten drei Staffeln kennt sie schon. Für mich ist es gerade komplett neu. Und die vierte ist dann auch für sie neu. Wenn ich den da rein trade, kann ich Kill Command nicht mehr spielen. Oh, wie schlecht. Nee, nee, Quatsch, sie spoilert nicht, sonst würde ich das nicht mit ihr gucken. Ach komm! Secret Eater, Eater of Secrets. Ja, ich bin, was Spoiler angeht, extrem empfindlich. Go Call of the Wild. Da trade ich einmal nicht, gehe Face und sofort Punish. Kommt der Punish. Ja, Bone Mail wäre auch geil. Wäre vielleicht sogar noch besser, weiß ich nicht. Noch habe ich ein Board. Blood Razor. Boah. Gibt schon noch geilere Waffen. Und ich kann genauso den Trade machen, wie ich ihn vorher mit den beiden hätte mal machen können. Ja. War jetzt nicht so optimal für ihn. Die Walküre ist so schon ganz okay. Aber er muss jetzt auch demnächst down gehen. Wenn er jetzt einen fetten Taunt findet, ist es wahrscheinlich vorbei. Meine Hero Power wird ja von seiner genau gecancelt. What now? Es ist halt immer so schwierig, sich auf Filme oder Serien einzulassen, wenn es gleichzeitig auch so viele Streams gibt, die man gern gucken will, so viel YouTube-Scheiß. Ich gucke ja auch relativ viel von dem, was die Rockbeans so machen. Ach komm! Gib mir einen fetten Minion. Star Trek, ah, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich war nie so ein Star Trek Fan. Auch wenn es eigentlich genau meine Serie sein sollte. Aber hat mich nie so richtig angefixt. Ich würde eventuell die neue gucken, weil da sind ja die meisten Fans sagen, die ist so meh. Aber gerade wenn man mit Star Trek nichts am Hut hat, findet man es dann wiederum vielleicht geil. Weiß ich nicht. Das Problem bei Star Trek ist, dass ich ja sagen würde, okay, ja, kann ich mir trotzdem mal anschauen, auch wenn es vielleicht nicht so meins ist. Schaue ich es mal durch. Aber es ist einfach so unendlich viel. Es ist ja nicht so, dass man sagt, wie halt jetzt bei den zwei Terminator-Filmen, ja, das sind zweimal anderthalb Stunden. Irgendwie drei Stunden und du bist durch. Sondern bei Star Trek gibt es ja dann doch ein bisschen mehr. Da schaue ich ja nicht mal durch.
in welchem Verhältnis welche Serien und welche Filme zeitlich irgendwie zueinander stehen. Damit fange ich nicht erst, gar nicht erst an. Nur diese neuen Filme sind vollkommen schlecht. Ja, wie gesagt, vielleicht hat man da mehr Spaß dran, wenn man die anderen Sachen alle nicht kennt von Star Trek. Vielleicht ist es dann gerade was für mich. Habe ich schon oft so die Erfahrung gemacht, dass wenn die Fans alle sagen, scheiße, und man hat da nicht so, es steckt da nicht so drin, dann findet man es meistens ziemlich geil. Komm, gleich erwähnen. Burn Corso World. Ja, das wollte er nicht. Ich habe so lange drauf gewartet. Das ist vorbei im GG. Achso, ne, er kann ja noch entscheiden. Dann ist es dann nicht vorbei. Okay. Dankeschön. Ich habe schon so wenig Damage im Deck, aber irgendwann muss ich da trotzdem mal irgendwas finden. Ja, genau. Genau, das meine ich ja, Bohumo. Dass wenn man die alten halt nicht kennt, dann ist es vielleicht wieder... Wobei ich sagen muss, das ist ja... Das ist von Abrams, ne? Die neuen Filme. Ich habe einen, glaube ich, gesehen. Und fand den so okay. Also ist jetzt auch nicht so, dass man die, glaube ich, sofort geil findet, wenn man die alten Sachen nicht kennt. Also ich glaube, die Filme haben noch mehr Probleme als nur, dass sie nicht zu dem alten passen. Ich glaube, den ersten von den Abrams-Filmen habe ich gesehen. Oder vertue ich mich gerade da völlig? Ja, ich bin bei was Fiktion angeht da immer gar nicht so hinterher. Da bin ich dann eher der Zocker. Lieber zocken als Serie oder Film. Nee, ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat. Ich weiß, dass es mich überrascht hat, dass es nicht so lang dauert. Also ich hatte jedenfalls gedacht, es dauert länger, als es dann letztendlich gedauert hat. Vielleicht 2 Tage, vielleicht 12 Stunden oder sowas. Ich weiß es echt nicht mehr. Dabei ist es noch gar nicht so lange her. Aber es ist jedenfalls nicht sowas wie 2 Wochen oder so. Mal eine Stunde, mal einen Tag. Ah, dann geht's wohl weit auseinander. Was hast du genommen für ein Emote? Bin ja nicht wirklich zufrieden mit meinem Emote, aber mir fällt auch irgendwie nichts Besseres ein. Ach, ich bin immer so unkreativ.
Ach, das ist eine Überraschung, okay. Na gut, da muss ich mich noch gedulden. Mann. Ich komme hier nicht an dem vorbei. Genau vor einem Jahr. Steht das irgendwo, wo man den erstellt hat? Auf den Doomsayer, den Zipgunner. Ach Gott, ist das schlecht, egal. Ich könnte jetzt alle da reinschalten, das würde irgendwie neuen Schaden machen, aber es macht erstmal gar keinen Unterschied. Corvus weiß alles. 7. November 2011. Ja, ich bin schon ein bisschen länger dabei. Ja, zumal ich schon davor lange zugeguckt habe. Ich brauche immer sehr lange, bis ich mich entschließe, einen Account irgendwo zu erstellen, wenn man immer schon 1 Million Accounts überall hat. Aber als ich angefangen habe, Twitch zu gucken, da war Twitch auf jeden Fall noch die kleine Tochter von JustinTV. Also da war Twitch quasi noch nicht eigenständig, sondern es war der kleine Gaming-Channel von JustinTV. Und JustinTV war quasi nur, ja, das, was jetzt bei Twitch IRL ist. Also eigentlich war das ein IRL-Streaming-Service, der so ein bisschen genutzt wurde, und da gab es dann nochmal so eine Unterkategorie Gaming, und die Gaming-Kategorie hieß Twitch. Ah, okay. Da war ich noch gar nicht geboren. Kann ich das auch irgendwie sehen? Ich müsste bei der Twitch hier eigentlich auch drin haben. Ach stimmt, steht direkt da. 30. Februar 2015. Habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, bei der Menge, die du im Stream an Bier trinkst. Ich glaube, das ist die Sache, ne? Dass man halt dann sieht man halt auch mit 5 schon aus wie mit 30. Viel Alkohol, viel Rauchen, viel Drogen.
Geht schon. What? Alt und verbraucht. Ja, dann hast du auch erstmal unterkommen. Ja, das machen ja die meisten. Wie gesagt, ich habe auch lange damit gehadert, mir irgendwie einen Account zu erstellen. Aber dieses Feature mit irgendwie, ich folge den Leuten und sehe dann auf so einer Übersichtsseite, wer online ist, war mir dann doch relativ schnell wichtig genug. Mittlerweile wird man in der Twitch-App ja gezwungen, sich einen Account anzustellen, sonst kann man gar nicht mehr zuschauen. Feels old and verbraucht, man. Ab dem 24. Januar 2016. Wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Passwort und E-Mail vergessen. Ja, das ist dann schlecht. Ich habe früher auch ganz viel Scheiß gehabt, weil ich irgendwelche E-Mail-Sachen angegeben habe, wo ich mich dann später nicht mehr dran erinnern konnte. Das ist mittlerweile alles relativ geordnet. Weil bei manchen Accounts ist ja auch wirklich wichtig, dass dann nicht irgendwelcher Scheiß passiert, weil man kostenpflichtiges Zeug gekauft hat und so. Wenn ich jetzt mal an so Sachen denke wie irgendwie Steam und so. Aber früher habe ich da auch so wenig drauf geachtet und mich dann aber im Nachhinein immer mal geärgert. Das dauert noch viel zu lange. Ich muss mal gucken bei der Twitch, dass ich die Buttons direkt Mod-Icons anhabe. Ja, genau. Das muss man halt immer erstmal, einmal muss man es erstmal falsch machen, bevor man es dann richtig macht. Jetzt ist kein Mod da, wenn man ihn braucht. Ja, ich brauche hier einfach noch viel zu lange mit den Buttons. Push the button. Ich habe eine Frage. Okay. Ja, ich glaube, mit riesigem Spam sollte man alle Fragen einleiten. Da macht man direkt einen guten Eindruck. Weil ich es ja jetzt schon fast spannend gefunden hätte, was er für eine Frage hat. Ich kill den mal, weil ich die Hoffnung habe, dass er seine Waffe mit dem Gift dann verbraucht, bevor ich jetzt die ganzen fetten Viecher dahin kloppe. Ja, und dann noch dieses Motiv. Ich frag der ja in 600 Sekunden nochmal. Wir werden's sehen. Ach, das sind alles Minions, wo es irgendwie scheiße ist, wenn man da niemanden mitbuffen kann. Ach, ich komme nicht wieder zurück aufs Board. Vielleicht nach Call of the Wild? Ach Mann, und der hat auch noch so viele Karten. Keine Chance. Jetzt finde ich meinen ganzen teuren Minions. Jetzt wäre irgendwie Unleash irgendwie geil.
Ach komm. Wie kann ich dann so viele teure Karten in der Hand haben? Ich habe nicht mal so viele teure Karten im Deck. Arthas. Ich bin ein bisschen überrascht, dass man das Arthas ausspricht. Ich hätte euch mal gedacht, dass man das trotzdem als T ausspricht. Arthas. Hm. Naja. Behalte ich den blöden Wolf? Ach, auch nicht. Ja, wie die Zeit vergeht. Ich glaube, lang werde ich auch nicht mehr machen. Das war heute jetzt halt so ein bisschen ein Test. Mal gucken, wie das hier alles funktioniert. Auch wenn ich das schon viel früher vorhatte. Ich wollte ja eigentlich letzte Woche schon streamen. Corvus wirft sich vor Space Creator. Genau, in Zeitlupe. Ja, ist irgendwie doof, den zu legen. Alles andere war halt irgendwie auch doof. Und jetzt bin ich vorne auf dem Board und hab meine Ruhe. Am Ende trifft die Bandkugel trotzdem Space Creator. Es war nur ein Timeout, ja? War nur ein Timeout. Der Taser stand auf nicht tödlich. Wow. Wie Zeitlupe halt so klingt. Es macht einen tierischen Lärm. Creation? Habe ich immerhin 4 Minions da liegen. Ist okay. Und Bone Mare macht aus diesem kleinen Raptor gleich einen mächtigen Raptor. Der Phaser auf Betäubung eingestellt. So sagt man das, ja? Ah, nicht mal das kriege ich hin. Selbst dafür hätte ich Star Trek studieren müssen. Okay, dann doch lieber auf den. Ich will den zerstört kriegen. Diese Horror-Dinger werden immer bekloppter. Alles klar, bis später. Werde ich haben. Na dann noch einen schönen Nachmittag und vielleicht ja dann bis zu deinem nächsten Stream. Ich glaube, so lange meine ich nicht mehr. Bis dann.
Bye bye. Den Paladin sollten wir doch verhaut bekommen, oder? Du wurdest verhaut? Was ließ soll, ne? 14, 15, 16, 17, 18. Wupp. Easy peasy. Ja, wenn ich immer so weit komme in der Arena, werde ich mein Gold wirklich nicht los. Verdammt. Ah, in Formen ist am Anfang nicht so gut. Aber wir behalten die Karte mal trotzdem. Wir haben doch relativ viel langsames Zeug. Schon wieder ein Paladin. Wow. Einmal die komplette Hand gebufft. Oh, und den kriege ich nicht mal kaputt. Und wir haben keine Secrets. Oh Gott, das ist alles schlimm. Alles ist schlimm. Alles ist schlimm. Ich sollte diese Beruhigungs-CDs aufnehmen. So, dann haben wir noch drei Minions da liegen für Frost of Warlord nächsten Zug. Ach komm, ich brauche noch irgendeinen. Ich habe nur ein Secret, ne? Wir haben nur Freezing Trap. Ach nee, wir haben noch Venom Strike Trap. Das wäre jetzt geil. Nö. Niemals! Da die drei gebufft sind, müssen es Minions sein. Das heißt, die Chance ist sehr gering, dass er irgendwelche krassen Buffs hat. Jetzt wollen wir gleich sehen, ob die anderen Karten auch Minions sind. Okay, er hat einen Spell oder eine Waffe in der Hand. Oh, krass. Gut, dass wir meistens den Krempel weggeräumt haben. Ich glaube, ich will den noch behalten. Jetzt ist die Frage, spiele ich den Krempel noch? Ich glaube, den Tidehunter spiele ich noch, die zwei Queens nicht.
GG! Jetzt gucke ich mal in den Chat und lese immer wieder, der Phaser war auf Betäubung und nicht der Taser war auf nicht tödlich. Star Trek Noob. Noch ein Paladin, ey. Wir haben jetzt nur Paladin hintereinander weg. Kann das sein? Ich weiß echt nicht, ob die Hive Queens irgendwie helfen oder ob die einen hindern. Okay, Hive Queens. Ich mag euch nicht und ihr mögt mich nicht. Aber jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Hey, Marinecraft! Hey! Jetzt kommen die ganzen Leute hinzu, die enttäuscht sein werden, dass ich demnächst schon wieder Schluss machen muss. Die jetzt im wohlverdienten Feierabend sind. So wichtig, dass der jetzt schon gekillt wird. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Quake before the earth. Na, wie läuft's? Wie war die Zeit der Abstinenz ohne Mindstream? Ich nehme an, alle haben den ganzen Tag nur geweint. Wie denn auch sonst? Ah, es gefällt mir alles nicht. Priorities. What? Ach nein, wieder ein Filmzitat und ich habe wieder keine Ahnung. Es ist immer dasselbe. Es ist immer der gleiche Traum. Also das kommt so oder so. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich den Warlord spielen will als 7-7er. Oder ob ich jetzt erstmal Kill Command spielen will und Harvest Golem. Eine höhere Macht. Okay, heavy. Du hast jetzt angefangen zu streamen. Hast du den Channel unter dem Nick bestimmt, ne? Muss ich gleich mal gucken. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, er wird es direkt traden. Alles nicht so geil. Da muss ich gleich mal folgen. Du kannst in Einstellungen machen, dass das automatisch gespeichert wird. Das mit früheren Übertragungen. Und dann nimmt er die letzten 3 Wochen oder so immer. Musst du mal schauen. Und was hast du gestreamt? Ach, Vanishing Ethan Carter. Das habe ich auch Bock noch zu spielen, zu streamen, wie auch immer. Ah, okay, cool. Das war so ein Spiel natürlich immer doof, wenn ich selber, wenn ich es mir dann angucke, dann kann ich es halt auch nicht mehr spielen. Weil es halt so ein, ja, wie du sagst, halt so ein Story-Game ist. Ah, wenn ich ihn nicht gleich tot kriege, hat er das gewonnen. Aber klar, gucke ich trotzdem mal rein. Ach komm! Extra einen schwarzen Bike im Mainstream, genau. So wünsche ich mir das. Ich könnte Razormaw und dann Poison nehmen. Aber ne, ich nehme Hammer of Wrath. Ach Gott, aber ich glaube, das ist verloren. Ja, ist vorbei. Ach Mann, so eine Scheiße. Hätte ich das riskieren sollen mit dem Poison? Gogo, er hat noch 11 HP. Ich glaube, es sind 10 Optionen, also 30% Chance. Ach komm, er hat Eater of Secrets. What the fuck? Okay, wir smoken ihn jetzt einfach und hoffen, es reicht. Ich habe noch einen Kill Command im Deck. Und ich habe noch einen Unleash im Deck. Ich habe noch einen Call of the Wild im Deck. Kann aber sein, dass er jetzt einfach einen fetten Taunt hinstellt, dann ist gut. Ich da auf Secrets, ey, geh mir weg. Nein! Hä, es kommt doch aufs Gleiche raus. Spam noch 30%. Reporting
Das 30%, dass sie dabei ist. Ich krieg davon ja nicht dann zufällige von den drei angezeigten, sondern dann habe ich es ja sicher. Let the hunt begin. Ich muss da nochmal eben mein vorheriges Deck loben. Das wird auch demnächst dann auf YouTube zu sehen sein, weil es einfach unfassbar war. Ich hatte im Deck davor, war ein Druiden-Deck, hatte ich drei Legendaries. Ich hatte zweimal The Lich King. Oh Mann. Gab's bei Sue schon mal Spaghetti? Ja, gab's. Ja, ist wahrscheinlich eins von diesen Spielen, wo... wo man... gut in der Materie sein muss, um das alles zu checken. Er hat auch viele goldene Karten. Wir haben Spaghetti angebraten und ein Spiegelei dazu gegessen, das war auch geil. Einfach in Öl und Zwiebeln angebraten. Kurz überlegt, den zu spielen und Arcane Shot, aber ist eigentlich Quatsch, eigentlich kann ich auch einfach den Stone Shaper spielen. Ja, gestern einen riesen Topf Chili gekocht, daher gibt es den Rest. Mit irgendeinem Brot oder so. Gefällt mir alles nicht. Ja. Auch schon wieder 2 Jahre her, ja. Wie auf Tellern. Was ist denn sonst? Wenn er Bock hat, kann er noch eine zweite Karte ziehen, wenn er 6 Mana dafür ausgeben will. Tempo Play, kein Value Play. Your magic shall not see. Hm.
Wie so oft gefällt mir das alles nicht. Mal gucken, ob wir den jetzt aber noch kaputt kriegen. Eigentlich wollte ich ja mit Sue nochmal zusammen streamen. Müssen wir mal gucken, ob wir es jetzt am Wochenende hinkriegen oder so. Vielleicht am Samstag. Mal gucken. Oh! Den Trade nehme ich gerne. What you looking at? Smog! Pringles? Nee, Pringles gab's diesmal nicht, aber wir haben ganz viele andere Chips gekauft. Die meisten sind leer. Momentan haben wir noch Crunch Chips. Sweet Chili. Das sind meine Lieblingschips. Aber die gibt es irgendwie nicht in jedem Supermarkt so standmäßig. Bei mir gibt es sie immer nicht. Da komme ich nicht drum herum, eine Packung zu holen, wenn ich die irgendwo sehe. Ich werde auf jeden Fall wieder schwerer nach Hause gehen, als ich gekommen bin. Eine Sekunde. Ach Gott, die Tag Creeper sind so nervig. Vielleicht nächsten Zug einfach den Doomsayer. Okay, Doomsayer ist keine Option. Er hat auf jeden Fall lieber weniger HP. Ach, trade ich das jetzt einfach? Ich habe auch lieber wenig HP. Ja. Manche Leute stehen da einfach drauf. Mal so ein bisschen Schmerzen. Ist manchmal auch ganz geil. Bitte nicht den Doomsayer buffen. No! Andererseits ist es dann die Chance noch geringer, dass er den kaputt kriegt. Unter anderem, ja. Oh. Och komm!
Ich hab kein Glück. Das ist doch gegessen, oder? Da fängt der Spaß erst an. Geht's jetzt richtig los und da 10 AP wird's jetzt richtig geil. Das ist doch gegessen. Ich überlege gerade noch Doomsayer Bone mehr. Dann habe ich einen 6-13er Doomsayer, den kriegt er vielleicht nicht kaputt. Dann kriegt er doch kaputt. Vielleicht hat er keine Keule oder sowas und muss den jetzt traden. Vielleicht hat er auch einfach Antworten auf alles. Und muss gar nichts. Siphon Soul, okay. Hunter's Mark, warum nicht gleich? Das wäre dann mit Unleash alles kein Problem gewesen. Ach komm! Jetzt macht Hunter's Mark nur 2 Damage? Ich wäre gewesen, wenn er schon ziemlich low gewesen wäre und ich einfach mit iPhone ein Double KO hätte provozieren können. Für wen denn sonst? Ach komm, wenn er Lisa hat, dann braucht er doch nicht noch 12 Jahre warten. So, Leute sind echt nervig. Na gut. Kein schlechter Run, hätte aber noch meinetwegen ein bisschen weitergehen können. War nur so mittel. Und 55 Gold ist aber ganz geil. Und 55, 10. Dann schauen wir mal, was in dem Pack drin ist. Goldene, 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 goldene. Goldene, 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 goldene.
Naja. Schön war es trotzdem. Hey William! Ach krass, vielen, vielen Dank! Der vierte Monat in Folge. Ja, und was machen wir, wenn William kommt und subbt? Schluss. Ich überlege echt, wollen wir noch ein paar Packs öffnen? Aber nicht so viele. Ne, ich muss nämlich langsam mal Schluss machen. Die Herrin des Hauses ist auf dem Weg. Hurra! Habe ich mir auch noch nicht geholt. Let's buy one extra pack. Crypt-Style. Ja, der holt immer eins, ne? Nach jedem Run einen Pack. Fände ich auch gar nicht so dumm, oder? Wenn wir das auch einführen, nach jedem Run einen Pack. Dann wären es heute zwei. Endlich ist er weg. Können wir machen mal, dass wir noch knapp über 10.000 haben. War noch 5. Oh. Na, immerhin. Simulacrum. Opening Spree! Boah, Desperate Stand, auf jeden Fall ziemlich desperate. Mehr Glück haben wir in diesem Pack mit einer Rare und einer goldenen Karte. Nope. Slap on them Legendaries. Ja, hoffentlich. Auch in diesem Pack haben wir nix. Nichts in diesem Pack? Ne, bisher irgendwie kein Glück, ne? Keine goldene Karte und erst eine Epic. Mal gucken, es sind noch 4 Packs übrig. Nö. 2 Packs noch. Spreading Play. Kriegt man noch den doppelten Disenchanting? Nee, ne? Okay, eine Epic ist hier drin. Dead Man's Hand. Glaube ich, hatte ich erst einmal, wird wirklich in ein paar lustigen Decks benutzt. Letztes Pack, Top Left. Okay, nicht als letztes die Karte. Achtung. Nee. Ich habe leider auch nicht immer Glück mit den Packs.